Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gerätevideo. Ja, heute möchte ich euch eine Optimierung von einem bereits vorhandenen Video vorstellen. Und zwar geht es um den Shadow Master. Und vielleicht erinnert ihr euch, ansonsten verlinke ich es nochmal, ist der Shadow Master ein Gerät, welches die Lichtintensität, den Einfall des Lichts sozusagen misst und bei Verdunkelung dann reagiert. Und um das zu optimieren, hatten wir uns gedacht, müsste ja auch mit einer Laserschranke funktionieren. Und ja, das tut es. Und genau diesen Aufbau, diese Optimierung möchten wir euch heute zeigen, weil wir haben einen Laser, der hat eine riesige Reichweite, den zeige ich euch gleich. Ja, wie gesagt, die Optimierung findet mit einem Laser statt. Dieser Laser hier ist relativ stark, er hat eine Reichweite von 10 Kilometern. Lässt sich nicht überprüfen, die Krümmung der Erde ist nach spätestens 6 Kilometern Schluss, weil wenn, ich sag mal, das die Rundung der Erde ist und wir stehen irgendwo hier, von unserer normalen Körperhöhe, treffen wir halt den Punkt, der in 6 Kilometer Entfernung ist und danach sehen wir nicht weiter. Natürlich müssen wir sich höher positionieren oder eine andere Weite finden. Und ja, wie gesagt, der Laser hat aber eine riesige Reichweite. Wir könnten theoretisch auch mit Spiegeln arbeiten, wäre auch spannend, dass man eine Art, ja, ich sag mal, Spiegellabyrinth aufbaut durch verschiedene Gänge. Die Länge dafür würde reichen. Und ich zeige nochmal kurz an der Wand. Ja, das ist er. Und jetzt schauen wir uns mal den Aufbau an, wie wir den mit dem Shadow Master kombinieren können. So, da hinten liegt der Shadow Master. Ihr seht, oder seht es vielleicht nicht so genau, ich zeige das gleich näher. Der Laser trifft genau den Sensor vorne. Und ich zeige euch mal kurz den Aufbau. So, hier ist das Gestell mit dem Laser. Man sieht das kleine Funkeln, das sind Staubpartikel in der Luft, die den Laser minimal brechen. Da hinten ist dann das Ziel, der Shadow Master. Und ich verfolge mal den Laserstrahl mit euch. Ja, und hier ist dann der Shadow Master. Und ihr seht wahrscheinlich nicht ganz so gut, weil das Licht auf der Kamera einfach zu hell ist. Das ist ein sehr starker Laser. Aber vorne wird der Sensor getroffen. Wenn irgendwas den Lichtstrahl unterbricht, reagiert er sofort. So, ich stelle jetzt mal kurz zurück. Das ist noch die Ansicht. Da ist der Laser selbst. So, noch einmal im Dunkeln. Ist deutlich beeindruckender. Das, was ich euch jetzt gleich zeige, die Sicht vom Laser. Wir schauen auf ihn drauf und schiebe jetzt langsam die Kamera. Und da hinten ist der Shadow Master. So, mich dürfte man vor der Kamera kaum sehen, außer dass ich hinten das Licht gerade verdecke. Und ja, wenn ich jetzt mal irgendwas in die Lichtschranke halte, ich gehe mal ein bisschen weiter hinter, damit man es besser sieht. So, wenn ich jetzt meinen Arm dazwischen mache zum Beispiel, dann hört man halt, dass die Lichtschranke durchbrochen wird. Nun ist die Sache die, Geister sind ja in der Regel nicht immer korporal, also nicht immer in einer körperlichen Form. Aber zum Beispiel Schattenmenschen absorbieren ja Licht, dafür ist es hauptsächlich gedacht. Aber, ich mache kurz das Licht an, um es euch zu zeigen. Aber was dem Geist am nächsten kommt, ist eine Klarsichtfolie. Zumindest bei den meisten Geistern, die ja durch elektromagnetisches Feld nur eine höhere Elektronendichte aufweisen. Das lässt sich natürlich nicht einfach so simulieren. Aber ich möchte euch zeigen, dass halt auch, ihr seht schon in der Kamera, dadurch, dass das Licht natürlich gebrochen wird, genauso soll das dann theoretisch auch bei einem Geist sein, auch wenn er ein bisschen körperlich ist, dass es auch die Schranke bricht. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video angelangt. Wie gesagt, das sollte eine Darstellung der Optimierung des Shadow Masters sein, um euch zu zeigen, ah, okay, wir können jetzt auch eine ziemlich lange Lichtschranke bauen, hat den Vorteil gegenüber den Lampen, die mit der Zeit an Lichtintensität auch verlieren, dass der Lichtkegel abnimmt und der Shadow Master dann dauerhaft reagiert, weil die Lichtintensität abgenommen hat.
weil die Lampen mit der Zeit halt schwächer werden. Der Laser wird zwar natürlich auch mit der Zeit schwächer, ist aber von Natur aus so stark, dass, wenn man den Shadow Master nicht auf den untersten Grenzwert sozusagen stellt, die Reaktion trotzdem immer noch stattfindet, bis er natürlich ganz ausgeht irgendwann. Allerdings hat sein Akku eine Zeit von 2 bis 3 Stunden, von daher läuft das ganz gut. Ja, und damit sind wir, wie gesagt, am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war informativ und ihr werdet das auch mal bei uns im Aufbau sehen. Habt ihr wahrscheinlich schon, das Video jetzt hier kommt ein bisschen nach anderen Videos, wo wir ihn meines Erachtens schon verwendet haben. Daher habt ihr jetzt aber die Information und ich sage, macht's nicht gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.